Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Biene von How to Nail Design und wie versprochen wird es im heutigen Video darum gehen, wie ihr mit Tipps verlängert. So, was haben wir nun für verschiedene Möglichkeiten, um unseren Naturnagel zu verlängern? Option Nummer 1 wäre die Schablone. Hierbei wird die Verlängerung direkt auf dem Papier der Schablone gearbeitet, mittels Gel oder Acryl. Oder wir verlängern mit einem Tipp. Die Tipps gibt es in gerader Form sowie als Stiletto vorgeformt. Und der Tipp wird mittels eines Klebers auf den Naturnagel angebracht. Was bieten mir die Systeme denn jetzt überhaupt für Vor- und für Nachteile? Wenn ich mit der Schablone arbeite, habe ich den Vorteil, dass das Material direkt auf den Nagel gearbeitet wird. Das heißt, ich habe nur das Gel und meinen Naturnagel, die eine Verbindung zueinander haben. Das garantiert mir eine sehr hohe Haltbarkeit und ich habe die Möglichkeit, die Schablone vorzuformen. Das heißt, ich kann sie mir schon mal tunneln, also hier eine leichte Biegung reinbringen, was natürlich für die Haltbarkeit und für die Optik der Nägel sehr von Vorteil ist. Es gibt jetzt auch bestimmte Tunneltipps, die haben diese Biegung auch drin, aber die normalen Tipps haben das meistens nicht. Der Vorteil bei einer Schablone ist für mich also, dass ich nur zwei Komponenten habe, die sich theoretisch voneinander lösen könnten. Ich kann die gleiche Stabilität aber genauso auch mit Tipp erreichen. Wie, das zeige ich euch gleich. Der Nachteil ist, dass eine Schablone perfekt sitzen muss. Die meisten Schablonen sind hier schon ein wenig ausgeschnitten. Das finde ich persönlich sehr praktisch und ich kann euch die Butterfly von ABC Nail Store da sehr ans Herz legen. Ich habe keine Kooperation mit der Firma, das heißt, es ist wirklich eine persönliche Empfehlung, weil die sehr gut vorgeformt sind und dadurch relativ gut in jedes Nagelbett reinrutschen. Was jetzt aber für mich ein Nachteil der Schablone ist, ist, dass eben, wie gesagt, die Kanten perfekt abschließen müssen. Wenn ihr da nicht drauf achtet oder die Kanten nicht richtig abschließen, dann kann euch der Nagel nicht richtig halten und wird wahrscheinlich brechen. Das heißt, man muss schon sehr geübt sein mit der Schablone und muss das Ganze beherrschen. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch für den Tipp gilt. Ein Vorteil für mich, den die Tipps definitiv mit sich bringen, ist, dass man eine vorgefertigte Form hat. Wenn ich zum Beispiel eine Mandelform arbeiten möchte, dann nehme ich gerne solche Stiletto-Tipps, weil die mir schon eine perfekte Grundform mitbringen. Das heißt, ich habe relativ wenig Feilarbeit in der Form. Das ist für mich ein ganz klarer Vorteil für Tipps. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mandelform arbeiten möchte, dann arbeite ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mit Tipps, weil ich da einfach eine Menge Feilarbeit habe, die ich mir erspare. Wenn ich hier die vorgefertigte Form schon mal sehr gut reinbringen kann, indem ich einfach eine Tippe nutze. Worauf kommt es jetzt an, wenn wir Tipps kleben? Wir machen das Ganze jetzt einmal zusammen. Hier seht ihr, dass ihr verschiedene Größen habt, und zwar von 1 bis 10. Hierbei ist 1 die größte Größe und 10 die kleinste Größe. Und wir wählen uns jetzt einfach mal einen passenden Tipp für meinen Zeigefinger aus. Worauf muss ich achten, wenn ich meine passende Tippgröße auswähle? Wichtig ist, dass mein Tipp am freien Nagelende abschließt. Das heißt, hier beginnt mein freies Nagelende und hier sollte parallel dazu der Tipp auch anschließen und aus dem Nagelbett auslaufen. Ich zeige euch das jetzt einmal mit einem zu kleinen Tipp. Der Tipp hier ist deutlich zu klein. Wenn ich den anhalte und runterdrücken möchte, entsteht mir eine ziemliche Spannung. Das darf definitiv nicht sein. Außerdem, wenn ich ihn an die Kanten anlege, sehe ich hier ganz deutlich, dass der nicht abschließt. Also der hier ist viel zu klein. Hätte ich den zu kleinen Tipp jetzt benutzt, würde es mir definitiv abbrechen. Genauso wie die Spannung, die auf dem Nagel entsteht, nicht dazu beiträgt, dass der Nagel hält. Das würde nicht passen. Genauso schlecht ist es aber, wenn ihr einen Tipp benutzt, der zu groß ist. Hier seht ihr, wenn ihr aufdrückt, dass der Tipp ganz deutlich rechts und links an den Seiten übersteht. Das heißt, er ist zu groß. Nochmal zum Vergleich der passende Tipp. Der schließt bündig mit meinem freien Nagelende ab und kann somit optimal halten. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall also, wie ihr die richtige Tippgröße wählt. Wenn ihr euren Naturnagel also fertig vorbereitet habt, kürzt ihn so weit wie möglich zurück. Mit vorbereitet meine ich, entfernt die Nagelhaut sowie natürlich die Altmodellage, raut eure Nagelplatte vorsichtig an, maximal mit einer 180er Körnung, nicht mehr.
und tragt bei Bedarf einen Dehydrator auf. Kürzt euch auch euren eigenen Naturnagel so weit wie möglich zurück. Das ist auch wichtig, wenn ihr einen Tipp kleben oder mit Schablone verlängern wollt. Ich würde den Nagel immer zurückkürzen. Natürlich könnt ihr darauf gucken, dass ihr den Nagel schon ein bisschen in eine Form bringt, die dann auch Sinn macht, dass der Tipp eben optimal anliegen kann oder die Schablone perfekt in den Nagel rutschen kann. Ich benutze jetzt den Jolifin Nagelkleber. Ich finde der super, da kann man nichts sagen und er zieht schnell an und hält schön fest. Ich streiche jetzt einen kleinen Teil der Klebefläche mit Nagelkleber ein. Benutzt nicht zu viel und guckt, dass ihr schön auch an die Spitzen rauskommt. Dann nehme ich mir eine trockene Zellette, tupfe das Ganze einmal ab, nur den vorderen Teil. Und nehme mir meinen Tipp von unten an meinen Naturnagel und schiebe von unten nach oben ganz langsam mit Druck die Luft aus meinem Tipp raus. Kurz halten. Achtet hierbei auch darauf, dass ihr die Seiten schön befestigt und gut andrückt. Und wenn ihr fertig seid und der Tipp hält, könnt ihr die Hand umdrehen und überprüfen, ob euer Tipp gerade klebt. Jetzt könnt ihr euch mit einem Tipp-Cutter die gewünschte Länge zukürzen. Ich möchte gerne eine Ballerina-Form draus feilen, deshalb nehme ich jetzt die Spitze vorne ab . Jetzt beginne ich ganz einfach, mir die Seitenlinien in Form zu feilen. Achtet dabei darauf, dass ihr sie nicht verfeilt. Da habe ich euch auch schon mal in meinem Nagelformen-Video Teil 1 bei der geraden Form gezeigt, wie das geht. Ich erkläre es euch nochmal, legt die Feile nicht direkt ins Nagelende an, sondern kippt sie ein Stück nach außen weg. So seht ihr das besser. Feilt ihr nämlich hier, verfeilt ihr euch die Seitenlinie und euer Nagel wird nicht halten. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Und dann beginne ich mir meine Übergänge zu verblenden. Das ist wichtig, wenn ich Tipps klebe und jetzt zum Beispiel ein French machen möchte. Die Übergänge seht ihr hier. Das ist der Übergang der Klebefläche. Wenn ihr jetzt ein Fullcover macht, müsstet ihr das theoretisch nicht perfekt ausblenden. Ich mache es trotzdem einfach immer ordentlich, damit da keine Kanten bestehen und mein Nagel schön halten kann. Passt bitte auf, wenn ihr die Übergänge verblendet, dass ihr wirklich nur an der Stelle feilt, wo ihr feilen möchtet. Feilt bitte nicht auf eurem Naturnagel, feilt nicht hier auf dem Tipp. Stellt die Feile ein bisschen flach auf und feilt wirklich nur an der benötigten Stelle. Vergesst nicht zwischendrin immer mal wieder zu entstauben, damit ihr seht, wo ihr noch arbeiten müsst. Und wenn ihr euren Übergang ordentlich befeilt habt, dann nehmt euch so einen Bufferblock und mattiert den restlichen Tipp an. So sieht mein fertig befeilter Tipp jetzt aus. Darauf könnt ihr jetzt wie gewohnt weiterarbeiten. Ihr könnt jetzt einen Dehydrator und einen Primer auftragen. Achtet darauf, dass ihr den Dehydrator nur auf eurem Naturnagel auftragt, nicht auf dem Tipp. Das macht ihn porös. Dann könnt ihr ein Haftgel auftragen und mit eurer Modellage beginnen. Und das war's im Prinzip auch schon. So einfach ist es mit Tipps, seine Nägel zu verlängern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Damit unterstützt ihr meine Arbeit. Ihr könnt auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Dort könnt ihr nämlich immer mal wieder interaktiv mitbestimmen, worum es in meinen Videos gehen soll. Ich sag vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.